So, schön, dass ihr wieder dabei seid. Let's Play Fallout und ihr habt nichts verpasst. Ich habe die letzte Folge beendet und diese Folge geht genau an diesem Fleck nun weiter. Wie geht's mir, ist die Wally-Frage und ich sag... Mir geht's gut, Doktor. Gut. Danke. Gut, aber ich möchte dich gern selbst im Auge behalten, damit wir langfristige Schäden ausschließen können. Kannst du schon über das reden, was da drinnen passiert ist? Du warst doch auch dabei, oder? Du hast gesehen, was ich gesehen habe. Ja, aber wir müssen alles gemeinsam durchgehen, falls einer von uns etwas übersehen hat. Oh. Es gibt mehr als eine Person, die etwas über das Institut weiß. Virgil, der entflohene Wissenschaftler. Ich wusste nicht, dass Institutswissenschaftler desertieren können. Das ändert alles. Er könnte so manche Frage beantworten. Wo ist er laut der Erinnerung? Beim leuchtenden Meer? Das kann nicht sein. Da geht niemand hin, nicht einmal um sich zu verstecken. Naja, scheinbar einer schon. Warum? Was macht das leuchtende Meer so gefährlich? Sag doch schon der Name. Strahlung. Sie ist so stark, dass dort nichts überlebt. Nichts Angenehmes. Oh nee. Radioaktive Gefahren sind nichts Neues. Aber das leuchtende Meer tötet einen Menschen in wenigen Sekunden. Deshalb ergibt das keinen Sinn. Virgil flieht in diese Hölle? Allein die Strahlung dort. Darum ist er dort. Er möchte es dem Institut erschweren, ihm zu folgen. Das muss es sein. Er nutzt die Strahlung des leuchtenden Meeres als Schild oder Tarnung, um sie abzuschütteln und einen Vorteil zu erlangen. Wenn Virgil weiß, wie man dort überlebt, musst du das auch können, wenn du ihm folgst. Ja, super. Was kann ich gegen so hohe Strahlung ausrichten, Doktor? Es gibt chemische Mittel. Radix, Radaway. Du brauchst so viele, wie du tragen kannst. Vielleicht nicht. Ein Strahlenschutzanzug wäre toll, wenn du einen findest. Oder vielleicht so eine Powerrüstung. Das wäre perfekt. Naja, natürlich finde ich einen Weg. Keine Sorge. Viel Glück und pass auf dich auf. Das war's Gespräch. Habe ich zuerst Mr. Valentine getrennt und dann das Implantat entfernt, während du geschlafen hast. Er wartet oben auf dich. So, was... Naja, wenn sie sagt, ich soll das für Redaway, dann tue ich doch... Oh ja, ich bin wieder mal voll. Ausgezeichnet. Du hast ein... erhält das Holoband. Alles klar. Super. Wollte ich schon die ganze Zeit haben. Und jetzt darf ich... Oh, jetzt darf ich mich da wieder hochquälen. Valentine, komm her, ich brauche einen Packesel. Valentine! Was sagt meine Wahlbewaffnung so? Das schaut doch alles ganz brauchbar aus. So, wo ist er? Da ist er. Oh Gott, bis ich bei ihm bin. Halbe Folge schon rum. Sorry. Nick. Hoffentlich hast du gefunden, was du in meinem Kopf gesucht hast. Du klingst ganz schön merkwürdig. Ich hatte recht. Ich hätte dich töten sollen, als du eingefroren warst. Kellogg, bist du das? Was? Wovon redest du überhaupt? Du hast dich wie Kellogg angehört. Ja? Amari meinte, es könnten noch mnemonische Eindrücke vorhanden sein. Ich fühle mich auf jeden Fall gut. Gehen wir. Nein, jetzt gehen wir nicht. Ja, ich nehme ihn halt mit. Gehen wir, Nick. Das war ein ganz schöner Ritt. Mal sehen, wohin er uns als nächstes führt. Jetzt brauche ich erstmal Platz. Hey, könntest du kurz mal die Augen offen halten? Aufgepasst. Ein Diagnoseprogramm ausführen. Danke. Was habe ich verpasst? Ich will handeln mit dir. Was immer du brauchst. Ja. Din, 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 din. Was brauche ich denn gerade? Nix. Oh, ist das viel Zeug, ey. Unaufhaltsam automatische Laserpistole. Die habe ich ausgerüstet, natürlich. Deswegen behalten wir die auch. Ja, da, da, da. Ne, die habe ich nicht ausgerüstet. Aber weil es die so wenig Schaden macht. Ja, ne. Ne, brauche ich auch nicht. Und jetzt kann ich eigentlich schon weiterlaufen. Noch irgendwas, wo ich sage, okay.
Das kann ich ihm auf jeden Fall mal geben. Raketenwerfer. Naja, den behalte ich mal lieber. Rakete ist definitiv. Die Generalsuniform. Die hat doch viel Strahlenschutz. Ah, die behalte ich auf jeden Fall mal. Ah, ne, die hat null Strahlenschutz. Ich habe die verwechselt gerade. Na gut. Nee, ist gut. Machen wir weiter. Wir legen los. Brauchst du was zum Entspannen? Fred Elm, Hotel Rexford. Er hat genau das Richtige. Mann, ich hab schon eine Menge verrückten Scheiß gesehen. Aber ein fliegendes Schiff? Wahnsinn. So, alles jetzt kann ich hier raus. Dir, so, wohin, wohin, wohin? Was muss ich denn überhaupt jetzt machen? Ich habe gar keine Ahnung. Oh Gott. Muss ich das jetzt schon machen? Nee, ich glaube, das ist noch zu hoch für mich. Ich werde mal. Ich mach mal den erstmal. Ist auch nicht weit weg. Na, was ist hier los? Schon wieder viel zu dunkel für meinen Geschmack. Oh, warte mal. Auf dem Platz war da nicht irgendwo so ein ganz böser, großer Viele meiner Fälle haben sich in Roboter? Boston kommen totgelaufen. Ich würde ihr Schicksal nur ungern teilen. Sieben. Und A, irgendein Code? Leon. Willkommen, Patriot, im Boston Common. Hier beginnt der Freedom Trail. Ah ja. Erfahren Sie mehr über den historischen Freedom Trail und die Geschichte des Boston Common. Ja. Erzähl mir vom Freedom Trail. Folgen Sie dem hier im Boston Common beginnenden roten Pfad durch die Straßen unserer großartigen Stadt. Der Weg enthält Markierungen an vielen berühmten historischen Orten. Besuchen Sie Paul Revere's Haus, die Old North Church, das Old State House, Bunker Hill. Und vieles mehr. Ja, alles klar. 7a. Ich weiß nicht, was ich jetzt. Willkommen, Patriot, im Boston Common. Hier beginnt der Freedom Trail. A Journey's End, Follow Freedom's Lantern. Naja, jetzt gehen wir da einfach mal. Ich weiß nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Okay, das ist eine doofe Aufgabe. Das ist was, was mir gar nicht. Folge weiter dem Freedom Trail. Was ist, soll ich denn mit 7a? 7a. Ach, sag Sachen. Nick, mach mal was. Okay, also das ist definitiv nicht meine Aufgabe.
Ich schaue mich jetzt hier noch ein bisschen um, ob ich da irgendwas finde. Pip-Boy hört sich wenig begeistert an. Wie wär's, wenn wir von hier verschwinden? Ja, sag, ja, ist gut. Oh, Wasser. Nee, das ist mir eine Aufgabe, die ist mir. Story des Jahrhunderts. Machen wir doch da mal weiter. Die ist ganz nett, die Piper. Die mag ich. Ich hoffe, dass ich jetzt direkt nach Diamond City reinkomme und nicht erst draußen. Groß. Nee. Piper, was geht? Wo ist sie? Oben. Erster Stock. Damenwäsche. Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Klar. Gehen wir. Wird gemacht. Mit Piper zu reisen erfordert starke Nerven. Das ist aus Erfahrung. Ist halt eine Frau. Du findest einfach immer die richtigen Worte. Nick. Geht auch in die Burg. So. Und wohin, Piper? Kann ich mir hier... Oh ja, ich darf mich bedienen. Das ist aber schön. Nichts bleibt für immer verborgen. Zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Aufgepasst. Was kann ich für dich tun? Ja, wohin müssen wir denn überhaupt? Du sagst mir... Also die Missionen, die trollen mich doch gerade. Daten? Sprich mit Piper. So, alles klar. Ich spreche mit Piper. Aufgepasst. Sei einfach... Ist alles klar, Blue? Blue? Warum nennst du mich so? Weil du ein Vault-Bewohner bist? Du trägst zwar gerade nicht den blauen Anzug, aber den Pip-Boy und diesen Fisch auf dem trockenen Look. Ziemlich eindeutig. Also hör zu, ich will ein Interview. Deine Lebensgeschichte. Ich finde, es wird Zeit, dass Diamond City mal erfährt, wie ein Fremder das Commonwealth so findet. Außerdem folge ich dir sowieso schon die ganze Zeit. Dann könnte ich gleich ein paar Zitate sammeln. Okay, Piper. Ich bin dabei. Gut, komm, tu mal nicht lang rum. Zum Geschäft. Also, ich weiß, du kommst aus einem Vault. Wie würdest du deine Zeit darin beschreiben? Da waren nur ich und 1000 andere Versuchskaninchen. Sie wurden zu Fleischfressern. Okay, ich schätze, da muss wohl ein satirischer Anfang sein. Also, du hast das Commonwealth gesehen, Diamond City. Wie ist das verglichen mit deinem alten Leben? Ich hatte viel zu viel Spaß, Sachen in die Luft zu jagen, als dass ich mir darüber Gedanken gemacht hätte. Willst du es mir so schwer wie möglich machen, hä? Na gut, wenn das deine Antwort ist. Im letzten Teil unseres Interviews möchte ich etwas anderes machen. Gib den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg. Die Gefahr durch Entführungen wird im Commonwealth ignoriert. Alle tun so, als würde das nicht passieren. Was würdest du jemandem sagen, der einen geliebten Menschen verloren hat und nun zu viel Angst hat oder zu gelähmt ist, um nach ihm zu suchen? Nicht die Hoffnung ganz verlieren. Ganz egal, wie sehr man aufgeben möchte, man darf es nicht tun. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird. Oder zumindest die Wahrheit erfährt. Eine starke Aussage zum Schluss, Blue. Danke. Ja, siehste. Wir sind fertig. Wird eine Weile dauern, das alles zusammenzupuzzeln, aber deine Geschichte wird den Leuten in Diamond City einiges geben, worüber sie reden können. Dieses 2-Minuten-Interview wird lange dauern. Danke nochmal. Unglaublich, 2 Minuten zusammen zu schustern. Das war's? Das war's? Ernsthaft? Was mache ich jetzt mit dir? Aha, okay, cool. Soll ich jetzt echt den Virtual suchen, oder was? Nee, machen wir erstmal noch so eine Pipifax-Aufgabe. Wo sind die denn?
Da. Kann ich. Ach Gott, das kann ich vorhin wieder nicht. Es ist groß, laut. So, dann halt jetzt. Ab nach Fort Strong. Und dann von da aus darüber laufen. Ah, die Fatman ist eine coole Kanone. So. Ja, das kenne ich doch hier. Hier war ich schon mal. Warte mal, nicht, dass ich falsch laufe. Karte. Ja, alles gut. Alles gut. Was war denn das wieder? Radioaktivität. Was will ich da mit einem Chirurgenskalpell? Gib mir Waffen, Munition, coole Sachen. Den Good Stuff. So, aber da wird doch was drin liegen. Das ist ja so eine ehemalige Armeebasis. Eine Powerrüstung hier in diesem Ort. Ja, pass auf. Da mag jemand keine Besucher. Hoffentlich wirst du deine Roboterkräfte für das Gute einsetzen. Wo stelle ich die ab? Die stelle ich in der Burg ab. Haha. Stelle ich in der Burg ab? Da ist sie nämlich gut geschützt, weil die Burg ist nämlich schwierig einzunehmen. Ich glaube, ich stelle sie sogar in der Waffenkammer ab, damit ist sie ganz sicher. Eine Powerrüstung kann man nie nicht gebrauchen. Und spätestens, wenn ich Virgil suchen will, brauche ich sie. Wie wir gehört haben. Jetzt wird jeder im Commonwealth wissen, dass die Minutemen wieder da sind. Achtung, Minutemen. Wir haben soeben erfahren, dass eine Siedlung in Schwierigkeiten liegt. Wenn jemand in der Nähe ist, dann helft bitte. So. Ab raus. Yeah. Ah, ich sehe schon, das ist hier einfach. Das läuft einfach. Gut. Wir können wieder zurück. Tut mir leid, musste ich jetzt machen. Sonst hätte ich da jetzt einfach mich geärgert, wenn die Powerrüstung da so rumstünde. Und so kann ich die jetzt auf jeden Fall noch später nutzen. Hab dann da noch was davon. Also, ihr habt ja effektiv gesehen auch in Bälde was davon. Nur halt, oh, es ist jetzt hellig der Tag. Nur halt noch nicht so schnell. Und viel Zeit hat es ja Gott sei Dank nicht gedauert. Deswegen alles halb so wild. Ja. Nehmen wir erstmal die wieder. Die mag ich eigentlich ganz gern, die Kanone, muss ich sagen. Oder die Waffe. Aber sonst war da ja nichts drin, gell? Der Schreibtisch, der eher uncoole. Die Munitionskiste, alles klar. Ne, sonst hier eher unspannend. Dafür, dass das hier eine Armeestützpunkt war, muss ich sagen, ganz schön maue Nummer. Was ist hier so los? Zahnbürste? Ne, Wasser? Nein. Schachbrett? Brauche ich bestimmt keins. Verbranntes Buch? Ne. Oh. Und Steine. Ne, Steine sind absolut uninteressant. Ein Flugzeug. Das wäre was. Umdrehen, zack, nach Hause fliegen. So, was geht da bei dir so? Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Ja, schieß los. Sag mir einfach, was du brauchst. Irgendwas Fieses lebt hier in der Gegend. Ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu ernsten Schwierigkeiten kommt. Das Fieses. Blöde an der Sache ist, dass der Ort sich super für eine neue Siedlung eignen würde. Ich kenne ein paar Leute, die sich sofort da niederlassen würden, wenn es sicher wäre. Wenn du dafür sorgst, dass die alte Werkstatt dort intakt bleibt, kann bei einer späteren Besiedlung leicht alles wieder aufgebaut werden.
Kein Problem. Ich bin der General. Das hoffe ich. Wir wussten nicht, was wir tun sollen. So, wohin denn jetzt? Ich würde sagen von... Wow. Was ist das denn? Ist das eine Waffe? Wenn ja, brauche ich das unbedingt. Die ist ja mal mega cool. Also ich habe übrigens gehört, so wegen dem Virgil, dass je weiter man in den Süden kommt, desto schlimmer werden die Gegner. Und einfach nur, weil ich das weiß und weil ich so Leute habe, die so Level 50 sind und noch nämlich mit der Mission durch sind, oder nicht mit der Mission, aber nicht mit dem Spiel, habe ich so ein bisschen Schiss da hinzureisen. Gebe ich ehrlich zu. Der ist aber ganz schön... Ich will mir das kurz angucken. Ich weiß, ganz schön viel Radioaktivität. Und du lebst hier. Du bist aber drauf. Naja, aber okay, ich hau ab. Ist mir dann doch zu viel. Sowas wird mich wahrscheinlich dann da auch erwarten, wenn ich Richtung Virtual gehe. Deswegen nutzen wir jetzt mal wieder Redaway. Und dann hauen wir uns direkt ein Stimpack hinterher. Und deswegen bin ich so ein bisschen da skeptisch, wenn ich da Richtung Süden reise. Aber ja, nur so ein bisschen. So ein kleines bisschen. Die andere, schießt die eigentlich auch oder ist die auch wieder nur so ein Deko-Begleiter? So, wo oder wer? Sie hätten sich lieber verziehen sollen. Sag Sachen. Ich würde sagen, wir untersuchen das. Wer was? Ist das dein Ernst? Der ist ja cool drauf gewesen. Also, wie kann man denn so krass drauf sein? Springt da einfach runter. Also ich muss ja sagen, ich habe ja schon vieles erlebt, aber der ist neu. Lederrüstung. Scheint ganz gut zu sein. Den ziehen wir doch an, oder? Kleidung. Ja, und dich kann ich weglegen. Ja, die ist gut. Wie ist die andere da noch so? Mit Taschen. Naja, ist doch auch nicht schlecht. Schau ich mir die doch nochmal an. Ja. Hier ist doch für jeden was gefühlt dabei. Aber wie gesagt, dieser Move von dem, also absolutes Highlight bisher. Wie man sich so mit voller Energie so in den Tod stürzen kann, muss ich sagen. Hut ab! Selten erlebt, dass jemand sich so engagiert für den Job. Hey, bist du Freund? Ja, scheinbar. Oh Mann, groovy. Wenn uns hier jemand angreift, sind wir geliefert. So, was sagt das Terminal da aus?
Oh, warte mal, bei Lines waren 4 Treffer. Es könnte natürlich. Nee, oh Gott. Hab ich gerade ein. Ah, jetzt hatte ich gerade einen Fehler im Kopf. Mist, Mist, Mist. Naja. Ich und Hacken, gell? Das bleibt einfach mein Lieblingsding in dem Spiel. Was ist das? Was kann ich. Warum kann man eigentlich sowas auch anklicken? Naja. Raids. Könnte. Dun, dun, dun. Wahrscheinlich ist Hacken einfach so einfach und ich weiß, ich check's noch nicht. Ach Gott. Naja. Das probieren wir jetzt noch so lange aus, bis die Folge rum ist. Ist da nicht zwar nicht so spannend, aber ist mir jetzt egal. Ich will das jetzt hacken. Weil sonst wird es ja gar keinen Sinn machen, dass man hier das hier hacken kann. Arena 0. Woman 0. Das wär's. Ja! Cool! So, Mr. Handy mal abgeschaltet. Ich glaube, der wäre sonst wieder doof gelaufen, du. So, wo muss ich. Ist noch weit? Ne, was muss ich denn hier. Vielleicht rede ich mal mit dem. Mit dem Typen da, mit dem Roboter. Vielleicht hat er irgendwas. Achso, ne, der ist ja gar nicht. Wo ist er denn? Wo ist jetzt der Roboter hin? Aber es stimmt, das wird sich hier natürlich als Siedlung unglaublich gut machen. Da gebe ich der anderen Schnapsdrossel auf jeden Fall recht. Ja, der ist weg. So. Hirnpilz. Chat Psycho. Der tote Siedler. Ist es plötzlich verdammt still. Na ja, willst du mir jetzt Angst machen? Wenn ja, du, das schaffst du. Impro. Nee, das will ich nicht. Auch nicht so gut. Nee, auch nicht so das. Okay. Kronkorkenvorrat. Da. Dich brauche ich. Nee, du bist ja gar nicht der, den ich dachte, dass du bist. Oh, da unten ist aber jetzt Wegsignale. Aha. Die muss ich erstmal ausschalten. So. Probleme, Jungs und Mädels. Ich muss einfach nur hier alle Ding töten. Das ist ja easy. Ich dachte mir, das wäre ein bisschen schwerer, aber nein. So. Werkstatt. Richte den Siedler von Nordhagen Beach von deinem Erfolg. Alles klar. Das machen wir doch. Das heißt, wir reisen da zurück. Zack. Und dann. Oh, heute sind wir aber jetzt gut in der Zeit. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hätte ich mal eigentlich mal ein bisschen noch umgucken können, ob es da was gegeben hätte. Aber naja. Ich war jetzt so aufgedreht von den Zombies. Mit den Ghoulen. Hallo, ich bin wieder da. Lass mich da rein. Du bist zurück. Hast du dich schon um unser kleines Problemfleckchen gekümmert? Hallo? Auf einer Farm zu arbeiten ist echt langweilig. Ich muss noch was erledigen. Geht ganz schnell. Ich habe den Laden gesäubert. Ja. Sollte jetzt sicher sein. Deine Freunde können also kommen. Schön, mal ausnahmsweise ein paar gute Neuigkeiten zu hören.
Übrigens, wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Wir müssen uns gegenseitig helfen, wenn sich die Lage verbessern soll. Na also, ist doch Schnieke. Vielen Dank. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Dann würde ich sagen, was sagt eigentlich meine... Sprich mit Preston. Okay, mit Preston spreche ich noch schnell. Preston ist in der Burg, wenn ich mich nicht täusche, gell? Ja. Da, die Leute, die steigern sich auch von der Stimmung. Die wird immer besser in der Burg. 5 Leute schon da drin. Mal gucken, was der gute Preston noch zu seinem General zu sagen hat. Der wird sich jetzt auch, der wird sich wieder mal heidenmäßig freuen, dass er hier die Mittelmeer wieder mal Verstärkung haben. Da, brav ist er. Was jetzt? Preston, ich spreche mit dir. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Jo. Sehr cool. Also, dann war's das. Ich danke recht herzlich, dass ihr mal wieder dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute aus der Burg. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaram.